Herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir gehen heute in die Beans Challenge. Mit immer noch der Seed-Anzeige und der Item-Anzeige, mit dem Bud-Bombs, der Pups-Bohne, die sich jetzt im Raum auflädt und wir jetzt ein bisschen brauchen. Es war eigentlich doof, dass ich die jetzt schon eingesetzt habe. Ja. Wir warten jetzt, weil wir haben die Batterie, die das ein bisschen auflädt. Dann können wir sie anpupsen und sie stirbt. Oh, ein schwarzes Herz. Das ist top. Top. Das ist nicht so top. Oh mein Gott. Aber die Bohne macht den gut Schaden. Die 9-Volt-Batterie, genau. Was haben wir hier so ein Mega-Sloth, weißt du? Das muss ja echt nicht sein, eigentlich. So, warte mal. So, jetzt haben wir die eine Made wenigstens weg. Ich werde das jetzt mit Tut durchziehen hier. Und während er hier seine Compadres besiegt, was er sehr gut macht, er macht aber auch sehr gut neue. So. Drei Bodenbraucher. Ich bin begeistert. So, jetzt muss ich die nochmal. Tour Spades. Spades sind Schlüssel. Ich warte jetzt noch. Das könnt ihr euch knicken, dass ich euch mit einer Bombe besiege. Ich muss Bomben sparen. Wenn jetzt beide zusammenkommen, bitte. Danke. So. Dauert ein bisschen länger, die Challenge, aber der Weg ist das Ziel, oder wie war das? Okay. Zack. Und eine Bombe und Schlüssel. Das ist nice. Dann kann ich einmal gucken, ob der Geheimraum hier ist. Ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ist er nicht. Okay, mies. Okay, zwei nur getroffen. Oh, die explodieren. Oh Gott, Glück gehabt. Hier möchte ich dann einfach eine Bombe hinlegen. Einfach nur zu gucken, ob da was drin ist. Die Bomben machen luftmäßig auch noch ein bisschen Schaden. Die machen sich also ein bisschen Luft. Oh Gott, das war so dumm. Schon wieder Widow. Also ich habe die Challenge schon mal versucht. Weiß gar nicht, ob das beim... Okay, nice. Nice. Wird immer besser. Ja, genau. Hüpf auf deine Kumpare. So. Da ist er gestorben. Okay, und ein blaues Herz bekommen. Und ein Range-Up, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ich war gerade überlegen, ob es die Itemräume gibt. Aber ist ja eine Challenge. Gibt's ja nicht. Kriege ich Range-Up, ey. Oh Gott. So, einmal den anpupsen. Gibt es hier blaue Steine? Weil bevor ich Bomben lege, möchte ich eigentlich mal gucken. Das ist gemein. Was hast du davon? Ob es hier blaue Steine gibt? Ich glaube, das machen wir einmal. So. Pupsen wir die an. Und jetzt warten wir, bis die Bohne sich auflädt, weil sich das sonst nicht lohnt. Wenn wir eine Tour auf Klaps-Karte finden, wäre natürlich optimal. Dann können wir uns instant 99 Bomben wieder zaubern. Ja, das ist jetzt blöd. Könnt ihr mal zusammenkommen? Das ist uns echt blöd. Komm her. Komm her. Ah, ja genau. Ich hätte eigentlich so machen müssen. So. Frisst man halt Schaden. Wenn wir dafür eine Bombe opfern? Never. Oh, fuck. Ah, wenn es sich gereicht hätte, ich hätte hier eine Bombe legen können. Nice, kriegen wir sogar wieder. Mit Bomben muss man hier echt sparen. Wir müssen überlegen, wir müssen extrem viele Ebenen runter. Und das sind unsere einzigen Waffen. Oh Gott, jetzt habe ich nur 4 Stück erwischt. Na komm. Na komm. Oh weh. Das ist ein mieser Raum. Achso, dann legen wir eine Bombe. Hier gibt es bestimmt irgendwo einen blauen Stein. Das war wieder zu voreilig. So. Vielleicht ist hier auch ein Geheimraum. Nee. Ah, egal. Hier zum Boss. Monstro, Doppelmonstro. Ja, danke. Danke für diese Freude. Danke für die Freuden eines Doppelmonstros. Ich frage mich, wenn ich ein Damage absammle, ob das Tut und Touch dadurch auch stärker wird. So. Oh Mann. Ich
brauche noch die Nonne oder so. Oder den Tickle Charge. Jetzt warte ich aber, bis der eine seine Vergiftung verliert. Ah, was der andere? Ach ja, die haben ja so eine Immunität noch eine Zeit lang. Voll dumm. Oh, und wenn sie in der Luft sind, kriegen sie keinen Schaden. Das ist so doof. Geht doch. Oh, wir kriegen Bomben. Sehr nett. Und Herzen. Cool. Bomben ist immer gut. Bomben ist so das Einzige, was einem wehtut, was man hier benutzt. Oh, da sollte ich aber mal reingehen, oder? Dann gehen wir rein. Auch wenn es 2 Bomben kostet. Eigentlich ja sogar 3. Aber vielleicht ist hier ein Schwarzmarkt drunter. Nein, aber Bob's Brain. Bob's Brain. Damit kann ich schießen. Wird von den meisten Spielern gehasst, steht in der Beschreibung. Das ist natürlich cool. Das ist gut. Und vor allem hat er den gleichen Effekt. Oh, ist das geil. Er hat den gleichen Effekt wie die Pupsbohnen. Das ist optimal. Bob's Brain ist super für die Challenge. Weil ich den sonst nicht benutze. Ah! So. Oh, nee. Ah, toll. Okay, ich will Bob's Brain wieder haben. Hallo? Bob's Brain respawne. Ha! So, nice. Und jetzt einmal an... Ach nee, ist noch nicht. Ey, nein, lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Kann Bob's Brain wieder kommen? Weil wenn ich den jetzt irgendwie treffe, damit einen treffe, müsste der andere aussterben. Tut er nicht. Was soll das denn? Finde ich jetzt ein bisschen unfair. So. Geht doch. Hier liegt ein Herz rum. Gut zu wissen. Oh, nee. Oh, nice shot. Okay. Mit Bob's Brain kann ich auf jeden Fall Bomben sparen. Mist, ich dachte, ich treffe alle 3. Okay. Da liegt schon ein Herz, aber das lohnt sich noch nicht. So. Okay, für ihn reicht es nicht. So. Was ein Stress hier mit euch. So. Ach, ich renn rein. Oh nein. Das war dumm. Oh, nur 3 erwischt. Kriegen wir sie alle 3 nochmal zusammen? Ich glaube nicht. Oh, ich hoffe, ich kriege 2 nochmal zusammen von euch. Komm noch zurück. Komm nochmal her. Jawohl. Die wollten das doch. So, jetzt holen wir uns mal eben das Herz, was da unten noch liegt. Man muss hier echt strategisch rangehen an diese Challenge. Bin ja schon froh, dass ich die Curse Challenge hinter mir habe. So. Oh, fuck. So. Da schießen wir einmal den rein. Und pupsen. Ah, oh, ich wollte 2 mindestens anpupsen. Bob's Brain scheint aber nicht diesen Flächenschaden zu machen. Er hat nur diesen Verwirrungseffekt. Zumindest wirkt es so. Es wirkt so zumindest. Also, oh Gott. Okay, wir können es ja jetzt mal testen. Okay. Ah, sie kriegen... Ah! Hier müsste ich jetzt zum Beispiel Bomben nehmen. Aber da ich Bob's Brain habe, muss ich noch Bob's Brain warten. Und hoffen, dass ich treffe. Das Hoffen, dass ich treffe, ist das größere Übel. So. Anpupsen, weglaufen. Oh, ich glaube, die sind eher ins Feuer geflogen, aber ist egal. Oh, anpupsen. Ah, nicht alle getroffen, aber wir haben ja Bob's Brain. Nice. So. Boss, jetzt warte ich, dass Bob's Brain mal wieder auftaucht. Der braucht, glaube ich, trotz Raum ein bisschen. So. Pestilenz. Ja, das ist ja geil. So. Es wird jetzt ein kleines Wartespielchen. Immer auf Bob's Brain warten und so. Oh ja, mach noch mehr bitte. Mm.
Mach bitte noch mehr Spinnen. Habe ich ihn jetzt getroffen mit der Vergiftung? Ich glaube nicht, ne. Habe ich nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, damn. Alle Kleinen weg. Okay, das ist schon mal gut. So. Irgendwie macht ihm die Vergiftung nichts, ne? Kann das? Ist natürlich das Risiko, dass ich die doofen Spinnen treffe. Nein, hau ab. Geh weg. Jetzt habe ich ihn mal getroffen. Und Bob's Brain noch die letzten beiden Spinnen machen. Komm. Sehr nice. Und ein Cube of Meat, mit dem wir auch Damage machen können. Das ist auch gut. Das ist sehr gut. Also bombenmäßig läuft es gerade gut, weil wir Bob's Brain haben. Das ist das erste, ist glaube ich die einzige Möglichkeit, Bob's Brain ordentlich mal zu nutzen. Oh Gott. Ist jetzt ärgerlich, dass das so passieren musste. Aber wir müssen jetzt nochmal auf Bob's Brain warten. Nein, das geht nicht. Okay, dann anders. Ah, komm schon. Geh da durch. Scheiße. Das geht auch nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ich will keine Bombe legen. Komm, da durchschießen. Ah, legen wir halt eine Bombe, komm. Egal. Ah, nicht getroffen. Nice. Oh, hier ist der Bossraum. Sehr nice. Oh. What a fight. Okay. Ah. Oh. Wie weit ist er denn? Hallo, Bob's Brain, komm mal zurück, bitte. Okay, die brauchen anscheinend nur noch einmal angehustet werden. Okay. So. HP ab und ein Devil Deal. Bitte kein Krampus, bitte kein Krampus. Das ist auch gut, das nehmen wir mit. Dann können wir auch arbeiten. Können wir so machen. So. Ist voll gut. So, mit 97 Bomben in die Devs 1. Oder Necropolis. Blind. Curse of the Blind, wir sehen nicht, was wir für Items kriegen. Das ist natürlich egal. Einmal hier die Vierergruppe anniesen. Die in die Luft sprengen. Zack. Läuft doch. Oh Gott. Einmal die Herzen krank machen hier. Okay. Du kriegst Bob's Brain ab. Geh mal zu deinem Kumpel, genau. Perfekt. So. Hier geht's weiter. Envy, das ist nicht so geil. So, das swingen wir jetzt. Swingen wir jetzt mein Ding. Denn Swingen ist mein Ding. So, werd größer. Werd immer größer, mein Freund. Und mach den Damage. Ruf's ein bisschen mal an. So. Nein! Okay. Gabis Hairball, wachse. Wachse, wachse und mach den Damage. Das ist ein Schub der Wuh. Inwiefern lädt sich das da auf im Raum? Wir versuchen es mal. Wir möchten mal wissen, wie sich das verhält. Ich meine, das braucht ewig wahrscheinlich zum Aufladen. Es lädt nur ein Ding auf. Ah, okay. Okay. Okay, jetzt muss ich die treffen. Könnte so ein Problem werden. Und bam. Oh, schade. Komm. Wie ist das Feuer noch aus haben? Okay, Schub der Wupp ist kacke. Weil die Batterie nur eine Station davon auflädt. Hier möchte ich, glaube ich, eine Bombe hinlegen. The Sun. Oh, wie gut ist denn The Sun, bitte? Wir haben noch einen Würfelraum, der alles ändern kann. High Priestess ist auch gut. So, ich nehme jetzt mal die 10 Schlüssel hier. So. Weiß gar nicht, wo ich die alle her habe. Und wir gucken mal hier nach den Schädeln. Bomben habe ich ja schon genug gespart. Oh, was ist das? Hagalas, ist auch schön. Nehmen das wieder mit.
Gehen mal hier in den Raum, weil hier kann man auch einige sprengen. Aber noch ein Hagalas. Und noch ein Raum, wo wir sprengen können. Da oben ist ein großer Raum, da können wir bestimmt. Das war vielleicht nicht so schlau, das jetzt zu tun. Judgment. Gib doch mal. So, einer ist weg. Okay, das ist schon mal gut. In der Zeit bezahlen wir ihn. Was hat er uns gegeben? Eine Karte? Rotten Meat. Das ist gut. Woo! Woo! Nice. Zack. Oh, daneben. Komm, mehrere. Jawohl, drei Stück. Besser geht's doch nicht. Ist natürlich mies, dass ich das jetzt hier machen muss noch. Okay, nice. Woo! Oh, stirb bitte an der Vergiftung. Okay. So, was haben wir hier gekriegt? The Moon! Das bringt mich da runter. Ja, komm. Okay, hat sich halbwegs gelohnt. Wir können jetzt die Pilze hier sprengen. Indem wir was kriegen. Range up und Explosive Diarrhea. So. Und einen Shop können wir auch, aber wir haben kein Geld. Aber hier ist ein blauer Stein. Und da ist nichts drin so an sich. Gehen wir hier wieder raus. Okay, da haben wir so einen Raum. Oh, nicht getroffen. Was zur Hölle? Pass auf jetzt aber. Beide. Sehr gut. Die pupsen wir an und dann sterben die jetzt auch. Ach ja. Ich würde sagen, wir haben die Challenge gerade im Griff. Die 1. Möchte ich das? Ich möchte das eigentlich nicht, weil die 1 Reworld Items. Und ich fühle mich gerade mit den Items, die ich habe, sehr gut. Weil ich kann sonst was bekommen. Und ich glaube, ich lasse es mal lieber. Ich bin mit Guppies Hairball sehr zufrieden gerade. Und ja, ich lasse es mal. Natürlich kann auch was extrem Cooles rauskommen. Aber ich habe Angst. Ich möchte diese Challenge jetzt endlich schaffen. Deswegen lassen wir das mal lieber. Und ich habe noch irgendwo was liegen lassen. Da habe ich noch eine Karte liegen lassen. Und zwar habe ich da liegen lassen. High Priestess, glaube ich, ne? Ja. Die habe ich liegen lassen. Und die nehmen wir jetzt mit. Denn die ist gut für den Bosskampf. Der da oben auf uns lauert. Sind wir schon bei... Ne, wir sind noch bei 1. Okay. Ja, sauber. Beide angefurzt. Und die sterben jetzt so nach und nach. So, nice. Ah, komm. Das schaffen wir. Sehr gut. So. Slot Machine. Ist nicht so nice. Alle mal anpupsen. Auf die Ste- Oh, der Gro- Ach so, da sind Fliegen rausgekommen. Das war natürlich jetzt Jackpot. So. Eine Pille. Was ist denn das? Pretty Fly. Das ist nice. Das ist mies. Aber wir haben ja zum Glück Bob's Rotten Head. Bob's Brain. So. Jetzt warten wir mal auf Bob's Brain. Und gehen rein. Oh nein. Jetzt habe ich mich verdrückt. Alter. Was war das denn für eine Aktion? Was war das denn? Und tschüss. Nice. Wir kriegen Box. Okay, was haben wir denn hier? Zack. Eine Pretty Fly noch eine. Sehr geil. Hermit, das ist auch cool. Das nehmen wir mal mit. Das kann uns blaue Herzen geben. Da kommt natürlich ein Krampus. Den wir mitnehmen. Ich kann ihn nicht vergiften. Zack. Kriegen was. Ist ja egal, wir können beides wieder ablegen. Lump of Coal, das ist okay. Ich habe keine Ahnung, ob Bob's Brain damit reagiert. Okay. Shop lohnt sich nicht. Okay. Auf zu Mami und ich hoffe, bei Mami ist die Challenge vorbei. Ah, Gott, okay. Wir können natürlich einmal direkt in den Shop gehen, komm. Die Leider. Die Leider wäre natürlich heiter. Hahaha. Okay.
wissen auf jeden Fall schon mal, was im Shop ist. So. Alle angepupst, sehr gut. Korrekt. Danke. So. Oh Gott. Okay, alle Schlimmen sind angepupst. Sehr nice. Oh nee. Oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Ah nein. Ah, das ist eigentlich okay. Dann komme ich hier halt wieder hin. Das ist ganz gut. Halt nicht so schlimm. Alter. Okay, einer ist weg. Oh mein Gott. Ich habe ein blaues Herz bekommen. Sehr nice. So, die holen wir jetzt mit dem. Damit der Guppies Hairball wieder wächst. Vielleicht holen wir sie auch einfach zwischendurch mit dem Cube of Meat. Ist auch okay. So, die schlimmen mal angepupst hier. Weiß nicht, ob die sterben. Oh Gott. Ich hab's irgendwie überlebt. Nice. Oh nein. Krieg ich dich angepupst? Sehr gut. Krieg ich. Warte mal. Oh, das geht nicht. Ah, oh, jetzt hast du es erwischt. Okay. Muss die mich halt treffen lassen. So. Okay. Was sind das für Pillen? Hm, ja. Okay. Schnell, 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 schnell. Ranger. Okay. Du bist cool. Moment. Dann springen wir einmal hier. Nö. Aber hier legen wir auch mal einen hin. Kein Geheimraum. Komm, gib mal was Cooles. Komm schon. The Hermit. Okay. Rotten Meat. Haben wir das nicht schon? Egal. Ah, ein Deck. So. Mami müssen wir jetzt immer anpupsen und damit hier hauen. Was gar nicht so nett ist. Krasser Move, ey. So. Nein! Okay, jetzt hat ihr aber nochmal gut Damage gemacht. So, das Auge vergiften wir mal. Nice. Ins Auge, komm. Ins Auge. Oh, in die Hand. Nice, hat geklappt. Eine Bombe hinlegen. Noch eine Bombe hinlegen. Macht alles Damage hier. Alles. Jawohl. Und Challenge geschafft. Nice. Nice. Burnt Penny haben wir freigeschaltet. Jetzt läuft's auf einmal. So, eine Challenge noch. Und dann haben wir alle Challenges geschafft. Wir sehen uns im nächsten Part von The Binding of Isaac Rebirth. Bis dahin. Tschüss.